Herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergie mit Medium, Intuitivheilerin und Seelenschamanin Britta C. Lambert. Bitte höre dir diese Botschaft bis zum Schluss an, hier bekommst du weitere Hinweise von mir. Fühle dich nun motiviert und inspiriert, dein volles Potenzial zu entfalten und tauche nun hinein in die Energie des Tages. Aloha zu unserem Tagesimpuls vom 13. Februar. Die Tagesenergien für heute sind Solaya. Dann haben wir als zweites Symbol, das sich heute zeigt, Bayonada. Und die dritte Energie des Tages ist heute Lemati. Ah, wie schön, schon wieder Lemati. Ja, es geht alles in Richtung bedingungsloser Liebe, in Richtung absoluter Verbindung mit der eigenen inneren Kraft. Ja, und wo das eben noch nicht möglich ist, dass wir wirklich unserer inneren Stimme vertrauen, indem wir eben nicht vertrauen können, dass es einen Plan gibt, einen göttlichen Plan für unser Leben, den wir uns selbst ausgesucht haben, und zwar durch die Erfahrungen, die wir gewählt haben, die wir in diesem Leben erleben möchten, die Dinge, die wir eben lernen möchten. Wenn wir uns davon getrennt oder blockiert fühlen, dabei unterstützt uns Solaya. Ja, es ist nicht immer alles, was wir erleben und woran wir leiden, ist wirklich das Unsere. Ja, wir ziehen uns auf unserer Reise durch die Zeit oftmals auch den Schmutz und die Programme von anderen Menschen rein. Manchmal werden wir auch angezapft, manchmal werden wir sogar besendet, häufig sogar. Ja, das geht ganz leicht eben über diese Aluminiumreste, die wir in uns tragen. Ja, ich sage das ja öfters auch, wir haben Angst vor der Zwangschippung. Wir sind quasi schon längst gechippt, denn Aluminium kann man wunderbar besenden. Und das ist durchaus vorstellbar, dass das auch stattfindet. Ja, wir haben alle Stichworte gehört wie künstliche Intelligenz, Dinge, die es gibt. Und der ein oder andere hat damit sicherlich auch schon seine Erfahrungen gemacht. Ja, es gibt viele Formen von Fremdenergien, die man auch in sich tragen kann. Gerade wenn man sehr lichtvoll ist und sein Energiefeld eben nicht schützt, ist es sehr leicht, einfach dass irgendwas in uns hineinkommt, was wir nicht sind, aber was anfängt, uns einfach zu steuern und uns abzulenken und uns abzubringen von unserem Weg. Und dabei unterstützt uns eben Solaya, dass alles, was wir eben selbst nicht sind, in die Auflösung gehen darf. Dass alles, was wir nicht selbst sind, aus uns hinaus transportiert wird. Ganz egal, ob das jetzt Implantate sind, ob das Besendungen sind, ob das verstorbene Seelen unter Umständen sind, die den Weg ins Licht nicht gefunden haben und andocken, oder ob es andere dämonische Energien, es gibt sehr viele. Und für mich ist es gar nicht wichtig, dieser Energieform, diese zu benennen oder unbedingt rausfinden zu müssen, was es ist. Es ist einfach eine Energie, die da nicht hingehört, die nach Hause gehen kann. Es ist letztlich einfach auch eine Blockade. Ja, und heute möchte ich wirklich auch nochmal den Tag unter der Reinigung von allem stellen, was wir eben nicht sind, damit unser Feld wirklich vollumfänglich beseelt werden kann mit der Essenz unserer Seele, dass sie einfach Platz hat, sich auszudehnen. Die Seele ist da, ja, unsere Essenz ist da, aber sie ist oft eben zugeschüttet, blockiert. Und heute möchten wir wirklich mit der Kraft von Solaya einen Großputz initiieren, der uns erlaubt, wirklich unser Feld so zu reinigen, dass wir, wie Solaya es sagt, die Kraft der großen Sonne immer zu in und durch uns strahlen lassen dürfen. Und dazu dürfen wir eben diese Reinigung vollziehen und zum anderen unser Feld eben auch schützen, ja. Und nicht wie ein Juwelierladen, der 24 Stunden, 7 Tage die Woche offen hätte, als Selbstbedienungsladen fungieren. Und das ist oft so, ja, wenn man für andere sehr lichtvoll und sehr kraftvoll erscheint, dann bedienen sich andere auch sehr gerne an dieser Energie, weil es bequemer ist, als in die eigene Verbindung zu gehen und das Feld wirklich zu versiegeln für solche Energievampire, so möchte ich es mal nennen. Dabei unterstützt uns eben Solaya. Ja, Bayonada hilft uns dann auch wirklich, wenn so eine Art Besendung stattgefunden hat, ja, eine Art Brainwash, Gehirnwäsche, da die es durchaus gibt, und wir uns vielleicht ein bisschen verlaufen haben oder verloren haben, von unserem eigenen lichtvollen Weg abgekommen sind, dann unterstützt uns Bayonada dabei, wieder wirklich unserem Herzensplan zu folgen, unseren Herzensplan zu erkennen, den göttlichen Plan für unser Leben zu erkennen und ihn auch zu verfolgen. Und eben all das, was an Schmerzpotenzial noch in mir vorhanden ist, was mich diese göttliche Liebe eben nicht spüren lässt,
ja, und diesen Plan für mein Leben nicht erkennen lässt oder dieses große, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll, wieder in das Zentrum meines Fokuses zu rücken. Und zwar nicht im Sinne von ich suche, sondern im Sinne von ich finde oder mein göttlicher Plan findet mich. Und alles, was da an Wunden im Herzchakra gespeichert ist, das hilft mir wirklich bei Junada in dem Zusammenhang aufzulösen. Ja, vielleicht ist heute auch mal ein guter Tag, sich mal zu reflektieren, mal zu schauen, zu wie viel das, was jetzt gerade aus dir so herauskommt, du bist. Ja, bist du das oder ist das vielleicht irgendwas anderes, was du übernommen hast, was du für jemand anders jetzt leben musst oder so? Beobachte dich einfach mal, wenn du ganz tief in dich hineinschaust und spürst und vielleicht deine Handlungen überprüfst, warum mache ich das jetzt? Warum tue ich das jetzt genau? Warum antworte ich so? Dann findest du ganz schnell raus, ob du das bist oder ob es vielleicht etwas anderes ist, das dich in diesem Moment steuert. Da möchte ich jetzt keine Angst vormachen, aber es tut immer wieder gut, sich darüber bewusst zu sein, ja, weil wir oftmals so ganz automatisch und hinterrücks in diese Ego-Fallen rücken und dann glauben, Opfer zu sein oder irgendetwas nicht zu können. Und dabei ist es nur vielleicht irgendwie ein Glaubenssatz oder eine Art Gehirnwäsche, klingt jetzt krass, die wir uns einfach zu lange zugemutet haben oder die uns zugemutet wurde, wie auch immer, und über die wir nicht bewusst wurden. Und wenn dem so ist, dass ich vielleicht manche Dinge einfach nachplappere oder automatisch funktioniere, gerade auch in der Zeit, wo schon richtig Familien gespalten sind wegen unterschiedlichen Meinungen und man sagt dann um des Lebens Friedens willen lieber nichts oder passt sich dann diesem oder jenem an, das können wirklich kleine Dinge sein oder auch größere, aber das spürst du selbst. Ja, und Lemati hilft uns wirklich dabei, vollkommen in die Essenz unserer Liebe einzutauchen und wirklich in dieses göttliche Urvertrauen hineinzugehen, in dieses Urvertrauen, dass egal wer auch immer mir versucht, vielleicht irgendetwas reinzuschieben, ja, ob das jetzt Gedanken sind, ob das Besendungen sind, ob das irgendwelche chemischen Substanzen sind, die ich nicht haben möchte und zu denen ich gezwungen werde, sie eben mir verabreichen zu lassen, egal was auch immer aus der äußeren Welt in mich hineinkommen mag. Es gibt nichts, ja, was so stark ist wie die bedingungslose Liebe, die mich hält und mich trägt. Die Liebe ist die stärkste Kraft im Universum. Und ich glaube, in keiner Zeit war das Bewusstsein, dass diese bedingungslose Liebe lebendig ist und real für jeden Menschen erfahrbar, so wichtig wie jetzt in diesem Moment. Und das ist das, was uns Lemati schenkt. Lemati ist nicht nur das Urvertrauen, das göttliche Urvertrauen, dass der göttliche Plan es gut mit uns meint, ja, dass wir behütet und beschützt sind, egal was auch immer geschieht, sondern es ist ebenso das Versprechen, ja, dass wir uns an das Große anlehnen dürfen, um über uns selbst hinauszuwachsen. Warum? Weil wir immerwährend mit diesem Großen verbunden sind, weil wir das Große sind. Und dennoch dürfen wir in unserem Menschsein auch mal klein sein und schwach sein und nicht mehr weiter wissen. Und wir dürfen uns an diese Liebe anlehnen. Ja, und dieses Bewusstseinsfeld, wie nenne ich das dann heute? Ja, das Bewusstseinsfeld der Befreiung der bedingungslosen Liebe, ja, dass wir wirklich alle glauben und annehmen können, dass die Liebe die stärkste Macht im Universum ist und dass es nichts, nichts, gar nichts gibt, das uns von dieser Liebe trennt. Ja, und dieses Bewusstseinsfeld der Befreiung der bedingungslosen Liebe, das möchte ich jetzt gerne mit allen lieben Verbundenen initiieren. Om Solaya, Om Vayunada, Om Lemati, Om Solaya, Om Vayunada, Om Lemati, Om Solaya, Om Vayunada, Om Lemati, Om Solaya, Om Vayunada, Om Lemati.
Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, an dem du dich wirklich selbst befreien kannst, die bedingungslose Liebe in all ihren Farben zu erleben. Und wenn dir der Impuls gefallen hat, freue ich mich sehr über dein Gefällt mir, wenn du ihn teilst und den Kanal bzw. die Glocke aktivierst. Bis morgen. Wenn du mehr über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der 12 Siegel erfahren möchtest, findest du unter diesem Video in der Infobox alle Informationen zu Britta's Fernkurs Die 12 Siegel des Metatron. Werde Heiler mit kleinem oder großem H. Erlerne in Britta's Fernkurs, wie du die Siegel bei dir selbst und auch bei anderen anwenden kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und die gechannelte Bedeutung eines jeden einzelnen Siegels. Abonniere jetzt kostenlos und unverbindlich mit nur einem Klick auf Brittas Bild den Kanal, denn dann bekommst du automatisch eine Benachrichtigung, wenn Britta neue Videos veröffentlicht. Klicke rechts, wenn du Brittas Gratiskurs Warum die Dinge so sind, wie sie sind, kostenlos und unverbindlich anschauen möchtest. Ich wünsche dir nun einen wundervollen, inspirierten Tag.